Dieses Die hat Führerin Kerze. dachte einen, also das ist ein krankes Thema, ja. Das ist ein überkrankes Thema, deswegen bin ich da jetzt gespannt. Diese Streamerin lachte einen krebskranken Fan aus. Was dann geschah, war unglaublich. Ey, da bin ich echt gespannt. Oh mein Gott, you have cancer. You are such a loser. You're wearing a wig 'cause you're bald. Nein, das. Was? Okay, das ist krank, Alter. Also, das ist krank. Ey, ich habe noch. Ey, ohne Witz, ich habe echt wenige gesehen, die Krebs erstens verharmlosen und dann noch sagen, du bist ein Loser, weil du Krebs hast. Boah, was ist das denn, Alter? Nie und nimmer hat die das gesagt, oder? Ey, das kann hier nicht mehr real sein. Das hier ist kein Fake und auch kein Ausschnitt aus einer bösen. Die hat 5.300 Dollar von 400.000 gespendet bekommen. 111 Tage noch, bis das Ziel erreicht ist. Comedy-Show. Roasting people on Omegle. What the fuck, Alter? Dies ist ein Ausschnitt aus dem Stream der YouTuberin Playmate Tessie. 1% Likes. Pur Dor. Vor allem sogar. Nee, sind das Geldscheine hier? Nee, das ist bestimmt so ein Fächer. Will ich mir jetzt Instagram. Warte ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken. Instagram. Bei der geht es, glaube ich, nur um Geld. Sorry mit einem Dollarzeichen. Sorry falsch geschrieben, by the way. Are you guys gonna shut the fuck up now? Die hat psychische Probleme. Die hat auch safe psychische Probleme. Die hat auch übel psychische Probleme. Kann mir keiner erzählen. Indem es tatsächlich so scheint, als Nein, würde das sie. ist doch nicht besser als FIFA Gaming. Ich bitte dich. Das ist FIFA Gaming der größte Ehrenmann. Der allergrößte Ehrenmann auf YouTube. Sich über die Im Gegensatz zu Krebserkrankung ihr. einer Zuschauerin lustig machen. Damit hat sie für viele nicht nur eine Grenze krass überschritten, sondern sich in aller Öffentlichkeit eine Respektlosigkeit erlaubt, die ihr einen riesigen Shitstorm beschert hat. Allerdings blieb es nicht nur bei diesem Shitstorm, denn dieser Stream hatte tatsächlich nicht nur schreckliche Konsequenzen für die YouTuberin, sondern vor allem für ihre Familie. In diesem Video wollen wir euch daher die ganze Geschichte hinter diesem skandalösen Stream vorstellen, in dem es eine bis Jetzt bin ich dato recht gespannt. unbekannte YouTuberin wohl tierisch lustig fand, dass eine ihrer Zuschauerinnen nach einer Chemotherapie ihre Haare verlor. Die Folgen dieses Streams waren nämlich, wie schon gesagt, gravierend. Es wird nicht nur extrem spannend, sondern auch sehr lehrreich, denn dieser Stream ist ein perfektes Beispiel dafür, wie toxisch das Internet und Social Media für das Zusammenleben der Menschen manchmal sein kann. Also bleibt dran, hier bei Ja, Wissenswert. die wird übel Bevor gehatet. wir zu dem eigentlichen Skandal und seinen Folgen kommen, wollen wir euch zunächst aber zeigen, wer Playmate Tessie überhaupt ist. Denn auch wenn dieser Stream in einigen Reddit-Foren für Schlagzeilen gesorgt hat, ist die Streamerin nach wie vor ziemlich unbekannt. Hinter dem YouTube-Account Playmate Tessie steckt nämlich in Wirklichkeit ein amerikanisches Mädchen namens Maya, die vermutlich vor kurzem 18 Jahre alt geworden ist. Die ist vor kurzem 18 Jahre alt geworden und sagt so eine Scheiße, ey. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, ist wirklich unfassbar. Was denn? Die hat OnlyFans oder wie? Ist das safe, dass sie OnlyFans hat? Ah, ja, die hat OnlyFans. Wird jetzt gleich gezeigt in der nächsten Sequenz. GG an der Stelle. Natürlich hat sie es gemacht, um Reichweite zu bekommen. Also, so widerlich. Ja, was die Leute machen für Geld, das ist so widerlich. Es macht mich richtig aggressiv. Ich beleidige zwar auch alle, ihr müsst mir bloß spenden, aber alles gut. Maya bezeichnet sich selbst als Influencerin und ist neben YouTube auch noch bei Twitter, Instagram und vor allem bei OnlyFans aktiv, also einer Plattform, bei der man für zahlende Kunden nicht ganz jugendfrei. Ey, die ist gerade erst 18 geworden. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, die ist gerade erst 18 geworden und macht jetzt OnlyFans. Inhalte erstellt. Auf all diesen Kanälen ist Maya bisher allerdings ziemlich unerfolgreich. So folgen ihr bei Instagram Ja, lediglich ne? etwas mehr als 1.700 Accounts und auch bei YouTube liegt die Abozahl bei etwas weniger als 3.700. Doch obwohl sie mit ihrem Content nur sehr wenige Zuschauer erreicht, streamt sie mehrmals täglich, wie sie ganz banale Dinge tut, eine Pizza isst oder einfach nur am Schlafen ist. Allerdings kam es Anfang Januar diesen Jahres zu besagtem Stream-Moment, mit dem Playmate Tessie nicht nur zu trauriger Berühmtheit kam, sondern auch ihre Familie an den Rand des Abgrunds geführt hat. Der Inhalt dieses Streams bestand zu großen Teilen Danke, Alter. daraus, dass sich Playmate Tessie über die App Omegle mit fremden Menschen unterhielt und sich dabei filmte. Jetzt mal ohne Scheiß, wie kann man denn, das werde ich übrigens noch nicht verstehen. Geht das irgendwie, dass man es das einstellen kann? Wie kann man denn sicher auf Omegle streamen? Ich hätte dann auch mega Angst, dass sich irgendeiner in der nächsten Sequenz, den ich mir da reinhole, dass sich da einen runterholt oder so. Also, das ist doch übel unsicher, oder? Weil, wie,
Wie schätzt ihr das ein? Also ich würde es mega unsicher finden. Ich hätte Angst, dass ich da gebannt werde jeden Moment. Hier streamte sie dann bei YouTube. Könnte ich jetzt auch. Nee, Anivia, du kannst jetzt nicht live. Mitten im Stream begann sie dann aber plötzlich und komplett aus dem Nichts damit, eine Zuschauerin... Hauptsache Spendengoal, wirklich $5,300 wurde ihr gespendet. Von 400.000. Ich weiß nicht, wie lange sie dafür gebraucht hat für die $5,300. Aber wer setzt denn das Spendengoal auf 400.000? Da kickt auch wieder die Intelligenz mal wo ganz anders rein. Stream begann sie dann Wahnsinn. Aber plötzlich und komplett aus dem Nichts damit, eine Zuschauerin, mit der sie telefonierte, rücksichtslos und verletzend zu beleidigen. You're fat, you're ugly, you look deformed, you're poor and you have cancer, no hair and your wig's crooked by the way, fix that. In diesem Moment fiel Playmate Tessie außerdem auf, dass ihr Gegenüber eine Perücke trug. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Zuschauerin diese Perücke nicht zum Spaß trug, sondern weil sie vor kurzem wegen einer Blutkrebserkrankung mit einer Chemotherapie behandelt wurde. Für das selbsternannte Playmate Tessie war dies allerdings kein Grund, sich zurückzunehmen. Im Gegenteil, die Streamerin verlangte daraufhin... Ich krieg gerade richtig Gänsehaut, ne? Ich find's richtig ekelhaft. Ja, weil ich glaube, wir alle, beziehungsweise viele von uns, hatten bestimmt schon einen Fall in der Familie, wo Menschen gestorben sind aufgrund von Krebs. Und die macht hier einfach jemanden fertig, weil die Person Krebs hat, wie ohne die Geschichte dahinter zu kennen. Das ist ja so krank. Dass das Mädchen kann man so am sein? Anderen Ende der Leitung ihre Perücke abnimmt, was Tessie wiederum zum Anlass nahm, sich hemmungslos über ihre Krebserkrankung lustig zu machen. Cancer. You're such a loser. Oh my god. Ey, es gibt wirklich solche Menschen, ne? So, what's it like having cancer and having to wear wigs? Kurz danach rechtfertigte sich das kranke Mädchen dann und nannte als einzigen positiven Teil ihrer Erkrankung, dass es zum Glück genug Menschen gibt, die sie finanziell unterstützten, also zum Beispiel die Chemotherapie bezahlen oder die Perücke finanzieren. Allerdings hörte Tessie nicht auf und beleidigte das Mädchen immer weiter. People pay you to be f***ing ugly and bald. You're such a f***ing loser. Basically, you're getting a welfare for special needs. Zwar wusste Tessie, dass sie hier mehr als grenzwertige Aussagen trifft, sie schien sich den Konsequenzen jedoch nicht ganz bewusst zu sein. Im Stream ging sie nämlich davon aus, dass diese kontroversen Ausschnitte niemals als einzelne Clips auf YouTube hochgeladen werden und sie deshalb auch nicht gecancelt wird. Allerdings machte sie diese Rechnung nicht ohne... Alter, fuck, ohne Scheiß. Ich glaube, ich war noch nie so sprachlos wie gerade eben. Ich konnte gerade nicht fassen, ich konnte gerade nicht reden. Ich dachte mir, was passiert gerade? Ey, das habe ich noch nie erlebt. Keine Ahnung, ob ich sowas schon mal erlebt habe. Wie kann man, da zieht jemand gegenüber eine Perücke aus. Man sieht, die Person hat Krebs und sie sagt, dass sie hässlich ist, dass sie ein Loser ist, weil sie Krebs hat. Die ist 18. Die ist fucking 18. Ey, das ist wirklich so, ohne Scheiß. Also, das ist so unfassbar respektlos, ne? Ich glaube, ich habe in der Familie 3, 4, 4 oder 5 Personen verloren durch Krebs. Und sie macht sich lustig über eine Krankheit, die, je nachdem, was es für ein Krebs war, so hochprozentig tödlich ausgeht. Das kannst du mir echt nicht erzählen, ne? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich habe schon, das ist echt krass. Einige Zuschauer, die so schockiert von dem Stream waren, dass sie die schrecklichen Aussagen kurzerhand online stellten. Und somit für einen Shitstorm gegen Playmate Tessie sorgten. Allerdings ist die Geschichte hier noch lange nicht beendet. Oh ja, denn rund 2 Wochen nach Tessies Shitstorm kam es dann zu einem weiteren Stream. In diesem Stream filmte sich Tessie wieder mal beim Schlafen. Urplötzlich hörte man dann jedoch laute Geräusche. Im Zimmer nebenan hatte Tessies Vater nämlich gerade von dem schrecklichen Video erfahren und fing an, laut in der Gegend rumzuschreien, ohne zu wissen, dass man ihn live im Stream hören konnte. Auf diese Weise fanden einige Zuschauer schließlich heraus, wo Tessies Vater, der übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, arbeitet. Um sich... Ach du Scheiße. Das hat dermaßen hohe Konsequenzen für die ganze Familie. Holy shit. Für die enormen Frechheiten seiner Tochter zu rächen, entschlossen dann einige Zuschauer, dem Chef von Tessies Vater die geschmacklosen Sprüche von dessen Tochter zu zeigen. Der Chef war daraufhin so schockiert, dass er Tessies Vater kurzerhand aus besonderem Grund kündigte. Natürlich brannte Tessies Vater daraufhin eine Sicherung durch und er rief wutentbrannt seine Tochter an. Diese war zufällig zur gleichen Zeit jedoch mal wieder am Stream und nutzte... Die filmt,
Die streamt das Telefonat, ist sie geistig komplett zurückgeblieben. Nutzte die Gelegenheit, den Streit mit ihrem Vater im Internet zu präsentieren. It doesn't matter. You stop streaming in my fucking house. It just cost me my fucking job. Get the fuck out of my house. Kia, get the fuck out of my house. I was sleeping. Go to a hotel. I don't give a fuck. You get out. I can't. I have no Wi-Fi. I can't book. You get out of my house. Nachdem ihr Vater Tessie also am Telefon aufforderte, sein Haus zu verlassen, wurde es jedoch richtig absurd. Tessie rief vor laufender Kamera nämlich die Polizei an und sagte, dass ihr Vater sie gewaltsam bedroht und ihr etwas Schlimmes antun würde, wenn sie das Haus nicht verlässt. Ja, vor allen Dingen, es wurde ja sogar gestreamt. Jeder hat ja mitbekommen, dass er das nicht gemacht hat. Er hat ja nicht gesagt, hier, ich hau dir jetzt ins eine rein. Wie unüberlegt und unfassbar dumm ist das bitte. Oh mein Gott, ist das dumm. Oh mein Gott, das ist ja so... Alter, wie unterbelichtet ist diese Person. Sie behauptete sogar, dass ihr Vater sie mit einer Schusswaffe komplett erledigen könnte. Ist sie bescheuert? He has multiple guns. He has swords. They're everywhere. He doesn't even keep his guns in a case. I really think he's gonna kill me. Please have someone come. In Absprache mit der Polizei verließ Tessie daraufhin also das Haus, bevor ihr Vater... Jo, Alter, was ist das für ein Haus, ey? Was ist das für eine Sicherheit? Ja, moin. Sicherheit, aber auf einem ganz anderen Level hier. Daheim kam und buchte sich ein Hotelzimmer. Und wie sollte es... Ach nee, das ist Hotelzimmer gewesen. Ich wollte schon sagen, es sieht aus wie ein Hotel. ...das sein. Von dort aus begann sie dann direkt den nächsten Livestream, in dem man sehen konnte, wie sie wieder mit ihrem Vater telefonierte, der nach wie vor extrem wütend auf sie war. You are a narcissistic drama queen. Okay. Der Streit zwischen den beiden ging am Ende sogar so weit, dass ihr Vater wenige Tage darauf selber einen YouTube-Livestream startete, in dem er erklärte, warum er so wütend auf seine Tochter ist. Er erzählte, dass er Tessie und ihre Schwester seit 13 Jahren alleine großziehen muss und er deshalb ein besonderes Verantwortungsbewusstsein... Also der tut mir richtig leid, ne? Der kann nichts dafür. Also der kann nichts dafür, dass er seinen Job losgeworden ist. Einzig und allein ist seine Tochter dran schuld. Und scheinbar zeigt sie null Mitgefühl. Null. Der sagt gar nichts. Sein Gegenüber seiner Tochter hat. Für ihn war es daher nicht nur unfassbar, dass sich Tessie über eine schwerkranke Person lustig machte, sondern auch, dass sie im Anschluss daran sowohl der Öffentlichkeit als auch der Polizei Lügen über ihren Vater erzählte. Das gesamte Video von Tessies Vater war also eine Art Abrechnung mit der eigenen Tochter, da der Vater nicht mehr weiß, was er zu diesen Vorkommnissen noch sagen soll. You've never had to pay for really anything in your life. You've never had to be responsible for bills, but that all ended last night. Wer jetzt jedoch denkt, dass Playmate Tessie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie sich sowohl über eine sterbenskranke Person lustig gemacht hat, als auch für die Kündigung ihres Vaters verantwortlich ist, der liegt leider komplett daneben. In ihren neuesten Livestreams machte sich Tessie nämlich regelmäßig über diese Vorfälle lustig. Zwar werden ihre Videos mittlerweile nur noch selten angeklickt und fast ausschließlich schlecht bewertet, dennoch zeigt die gesamte Geschichte ein großes Problem auf das wir zum Abschluss dieses Videos noch eingehen wollen. Die Geschichte von Playmate Tessie macht nämlich sehr stark deutlich, dass Streaming-Plattformen wie Twitch oder YouTube auch schnell für diskriminierende Meinungen und Äußerungen missbraucht werden können. Im Falle von Playmate Tessie ist dies vermutlich auf eine hochgradige narzisstische Störung, massiven Geltungsdrang und... ApoRed würde sagen, die Bewertung ist nicht mehr schlecht. Okay, alles klar, Bro, 36.000 Dislikes an der Stelle. Ey, aber nee, ohne Scheiß, jetzt mal Spaß beiseite. Wie kann diese Person sich darüber lustig machen, dass sie dafür verantwortlich ist, dass ihr Vater keinen Job mehr hat und sie wird rausgeschmissen, bekommt auch kein Geld mehr von dem Vater? Und sie muss jetzt selber zurechtkommen. Wie kann die das noch lustig finden? Da fehlt mir alles. Fehlt mir wirklich alles. Ich hoffe auf alles, dass die keinen Cent mehr gespendet bekommt. Keinen Cent. Bewusst antisoziales Verhalten zurückzuführen, mit dem sie nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern auch gezielt für Ärger und Hass sorgen will. Zwar ist es sehr vorbildlich, dass die meisten Zuschauer dafür gesorgt haben, dass sie als menschenverachtende Psychopathin geoutet wird, dennoch sind ihre Kommentare gegenüber Kranken und Schwächeren sehr gefährlich. Da nämlich theoretisch jeder auf solche Inhalte zugreifen kann, besteht immer das Restrisiko, dass sich andere von solchen Aussagen ermutigt fühlen, ebenfalls diskriminierend und unerträglich.
Also ich gehe nicht davon aus, dass es dann Menschen gibt, die sagen, oh geil, der hat eine krebskranke Person, die eventuell bald sterben wird, erstmal zu Tode beleidigt. Aber das werde ich auf jeden Fall auch machen, weil es ist ja voll lustig. Vielleicht gibt es wirklich solche Psychopathen, die sich dahingehend inspirieren lassen, aber ich denke, die meisten können da schon, oder sagen wir es so, 99,99% werden schon sagen, dass es nicht geht. Empathisch zu handeln. Solltet ihr also mal miterleben, dass jemand ungerecht behandelt oder aufgrund einer Krankheit oder einem körperlichen Leiden sogar gemobbt wird, traut euch unbedingt einzuschreiten, egal ob im Internet oder im realen Leben. Bevor wir dieses Video aber endgültig beenden, wollen wir noch kurz auf eine Auflösung dieses Falls eingehen, die zumindest einige Internet-User für möglich halten. Und zwar, dass alles nur gespielt war. In einigen Kommentaren wurde vermutet, dass sowohl die Kommentare über das krebskranke Mädchen als auch die Telefonate mit dem Vater und der Polizei gefaked waren, da man nie die Gesichter der anderen Beteiligten gesehen hat. Da Tessie in einem anderen Video außerdem mit dem Gedanken spielte, ein Rap-Album aufzunehmen, sagen ein paar User sogar, dass das alles nur eine geschmacklose Promo-Aktion war, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Inzwischen behauptet Tessie sogar selbst, dass sie nur getrollt habe, um guten Content zu liefern, machte sich dadurch aber keinen... Sorry, also wer sollte das jemals eine Promo-Aktion gewesen sein? Wer so eine Promo-Aktion raushaut, ist kein Mensch in meinen Augen. Der sollte noch eine höhere Strafe bekommen, als das, was da schon passiert ist. Das als Promo zu nehmen, wäre unfassbar an der Stelle, by the way. Das ist schon so unfassbar, aber stell dir das vor, es ist eine Promo. Deutlich beliebter. Inwiefern die Geschehnisse aus Tessies Streams also glaube ich echt nicht waren oder... Glaube ich ja auch nicht, dass es eine Promo war. ...nicht, muss letztlich jeder für sich entscheiden. So dumm kann man nicht sein. Das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in... Das heißt, Promo-Aktionen zu machen, so dumm kann man nicht sein. Also das geht nicht. Beschämt, dass es solche Menschen gibt. Meine Schwester ist vor 7 Jahren an Krebs gestorben. Diese Streamerin muss gebannt werden. Solche Menschen wissen einfach nicht, wo das Herz ist. Ich finde es erschreckend, dass es solche Menschen gibt. So, das ist gemein. Oh ja, das ist auf jeden Fall mega gemein. Nee, ey, es geht gar nicht. Also das ist wirklich, ich habe viel erlebt, aber das ist ja unfassbar krass. Also es ist wirklich widerlich. Es widert mich an, so was Ekelhaftes.